Herzlich willkommen zu diesem zweiten Video. Jetzt soll es ums Thema Qualitätskosten gehen. Wir müssen jetzt ja eigentlich bewusst entscheiden, wie viel Budget, Zeit stecken wir in das Thema Qualität rein. Und dazu müssen wir die Wirkzusammenhänge verstehen und auch das Instrumentarium kennen, das wir zur Verfügung haben, um das Thema Qualität anzugehen. Darum soll es jetzt gehen. Also, wenn Sie mal die Herstellungskosten von Ihrer Software anschauen oder von einem anderen Produkt, wie beispielsweise eines Autos, dann haben Sie im Grunde die Kosten, um das Fahrzeug herzustellen und die Kosten für das Thema Qualität, also der gelbe Buckel hier. Und um den soll es jetzt gehen. Frage ist, wie setzen sich jetzt diese Qualitätskosten zusammen? Da haben Sie sozusagen einen Teil, den Sie entscheiden können. Das sind, wie viel Zeit und Geld stecken Sie in das Thema Prüfung Ihres Systems, Ihrer Software rein, also wie viel testen Sie beispielsweise und wie viel Zeit und Geld investieren Sie, um Fehler zu verhüten, beispielsweise durch bessere Tools oder durch eine Förderung besserer Gesprächskultur in Ihrem Team. Also das sind die beiden orangenen Blöcke, die können Sie frei gestalten. Das entscheiden Sie als Projektleiterin, Projektleiter oder als Managerin und Manager oder als Entwicklerin oder Entwickler. Also das heißt, das entscheiden Sie und davon abhängig sind die Kosten für Ihre Fehler. Denn wenn Sie hier durch Prüfung, wenn Sie Lachs prüfen, dann wird es wahrscheinlich mehr Fehler geben und das heißt, wenn Sie hier zu wenig investieren, wird das wahrscheinlich mehr. Oder andersrum, wenn Sie sauber prüfen und sich eine gute Kultur zulegen, haben Sie wahrscheinlich geringere Kosten bei Fehlern. Also wie gesagt, der orangene Teil, den entscheiden Sie aber und das definiert den gelben Teil. Und wenn wir uns die Fehlerkosten selber mal anschauen, haben wir da auch einen ganzen Haufen Elemente zur Verfügung. Wenn Sie einen Fehler in der Software haben, müssen Sie den 2 Jahre noch nach der Lieferung wegen Gewährleistung, abhängig natürlich von dem Vertrag, den Sie geschlossen haben, müssen Sie sozusagen die Fehler auf Ihre eigenen Kosten reparieren. Also haben Sie Fehlerbehebungskosten. Sie haben vielleicht Folgekosten. Also die Software hat vielleicht einen Kapitalschaden verursacht. Was weiß ich, eine 100.000 sinnlose Rechnungen an verärgerte Kunden verschickt oder sowas. Das heißt, da müssen Sie vielleicht sozusagen für den Kapitalschaden, den Sie verursacht haben, Geld bezahlen. Das heißt, das wären sogenannte Folgekosten. Und was die Garantiekosten sind, weiß ich gar nicht mehr genau. Also das heißt, was ich da mit den Kosten wollte, ist ja egal. Also jedenfalls, ich glaube, Sie haben gesehen, was ungefähr mit den Blöcken gemeint ist. So, und jetzt kann ich sozusagen mal genau überlegen, was sind die Kosten, also aus welchen Teilen setzen die sich zusammen. Ich habe also die Prüfkosten. Das heißt, das werden wir gleich noch kennenlernen unter der Überschrift analytische Qualitätssicherung. Das heißt, ich stelle fest, wie schlimm es um mich bestellt ist. Das ist, und da mache ich zum Beispiel einen Software-Test. Ich kann also Geld und Zeit investieren, um Reviews durchzuführen. Ich bestelle mir eine Menge Leute in einen Raum, die gucken sich den Code an oder schauen sich die Dokumente an oder gucken, sozusagen machen Merge-Requests beispielsweise. Also die Zeit, die sie in Merge-Requests investieren, das ist sozusagen analytische Qualitätssicherung. Sie können sich ein Testkonzept überlegen, wenn Sie ein Testkonzept machen, also wie wollen Sie testen, welche Tests wollen Sie durchführen, wollen Sie die Tests implementieren oder also unter der Build-Pipeline laufen lassen oder wollen Sie die manuell durchführen, machen Sie das eher strukturiert oder eher explorativ, da gibt es also verschiedenste Strategien, ist ein eigenes sehr, sehr großes Thema, das Thema Testen, machen wir auch noch, also wir stupsen zumindest mal rein in das Thema. Sie investieren natürlich Zeit und Geld, um die Tests durchzuführen, also entweder den Code für die Test-Cases zu implementieren und das in der Build-Pipeline laufen zu lassen, beziehungsweise auch für die manuellen, zum Beispiel explorativen Tests. Und sie kostet die ganze Testinfrastruktur kostet sie natürlich auch Geld, Lizenzkosten von dem Last-Test-Tool. Vor Jahren haben wir zum Beispiel den Loadrunner verwendet von, ich glaube, HP hat die jetzt aufgekauft und da war eine, ich glaube, die Jahreslizenz lag so bei $250.000 für eine gescheite Version des Tools. Nicht? Also da haben sie ja sozusagen Testinfrastruktur, die sie zahlen müssen. Oder sie, wenn sie Lasttests machen wollen, vielleicht brauchen sie eine Menge Cloud-Rechner, die sie mieten, um eine gewisse Last zu erzeugen. Also wird das, selbst wenn sie lauter Open-Source-Tools verwenden, haben sie da trotzdem Kosten. Also das ist der Block Prüfkosten. Dann haben Sie Fehlerverhütungskosten. Das ist, nennt sich auch konstruktive Qualitätssicherung. Auch das werden wir uns nochmal anschauen. Das heißt, da alles, was Sie zum Beispiel für Ihre Firmenkultur tun,
ist Fehlerverhütungskosten. Zum Beispiel, wenn Sie sich eine Qualitätskultur zulegen, sowas wie ein Rosenheimer macht guten Code. Wenn Sie also das irgendwie durchsetzen mit entsprechenden Belobigungen, einem Preis, Wertschätzung, entsprechend guter Software und so weiter, wäre sozusagen erhöht Ihre Qualitätsfähigkeit. Also Sie haben jetzt keine Garantie, dass gute Qualität rauskommt oder weniger Fehler, aber Sie senken die Wahrscheinlichkeit, dass Fehler entstehen durch eine gute Kultur oder durch eine große Kaffeeküche. Auch das ist ein Klassiker. Sie kaufen sich eine Kaffeeküche oder schaffen andere Räume, wo man informell kommunizieren kann. Und dann gibt es empirische Untersuchungen dazu, zum Beispiel von einem Herrn Herbslab, dass dann die Qualität ihrer Software tatsächlich besser wird und die Entwickler sich wohler fühlen. Vieles von dem, was Sie da sehen, läuft unter der Überschrift New Work gerade. Also auch schön eingerichtete Büroräume und sowas spielen da eine Rolle. Und also Räume, in denen Sie sich wohlfühlen, Homeoffice-Gelegenheiten mit, was ich Office 365-Unterstützung wäre unter der Überschrift zu finden, aber auch Definition von Ihrem Softwareentwicklungsprozess. Also wie gut leben Sie Scrum? Was machen Sie im Bereich Qualitätssicherung? Scrum ist ja extrem löchrig, was so Detailprozesse angeht. Also das ist eigentlich nichts, ist ja ein Framework, also ein Rahmen, den Sie füllen müssen. Da fehlt eigentlich fast alles, was man brauchen könnte. Also Fehlermanagement, Qualitätssicherungsprozess, Deployment und so weiter. Also all das müssen Sie noch füllen und wie gesagt, das läuft alles unter der Überschrift, also Fehlerverhütungskosten. So, die Sachen entscheiden Sie bewusst, also wie viel testen Sie, wie viel konstruktive Qualitätssicherung machen Sie. Und das hat zur Ursache dann, wie teuer werden Fehler und wie viele sind denn überhaupt noch im Produkt, wenn Sie liefern. Und Folgekosten können sein, zum Beispiel Arbeitszeitausfall. Stellen Sie sich vor, Sie machen eine Banksoftware und die fällt aus für 3 Stunden, dann können ja alle Bankmitarbeiter innerhalb dieser 3 Stunden nicht arbeiten. Und das heißt, dann können Sie die Ausfallkosten ausrechnen, ne? Also Zahl der Bankmitarbeiter mal Stundensatz mal Dauer des Ausfalls. Also das können Sie ganz einfach kalkulieren. Oder Sie machen falsche Berechnungen und müssen Rechnungen stornieren beispielsweise. Das heißt, zu den Stornokosten kommen eventuell noch Anrufe von verärgerten Kunden, Image-Schaden, das ist meistens einer der teuersten Faktoren, der Ihnen passieren kann. In der Versicherung habe ich Prämienausfälle, weil ich einfach sozusagen mit meiner Statistik falsch lag, nicht? Also können Sie jetzt wahrscheinlich sehr schön sehen an den Corona-Kosten. Also damit haben die Rückversicherer mit Sicherheit nicht gerechnet, dass da so eine Riesenpandemie kommt und welche schlimmen Konsequenzen die hat. Vielleicht ja doch. Und der besser rechnen konnte, der hat wahrscheinlich jetzt bessere Karten. Aber das sind so Kosten, die Ihre Software im Feld verursachen kann. Sie haben dann natürlich Kosten zu tragen, um die Fehler wieder zu reparieren, Debugging nachliefern, neu deployen und so weiter. Auch da haben Sie zum Teil eine Möglichkeit, an den Kosten zu drehen, zum Beispiel Fehlerbehebungskosten. Können Sie sehr schön sehen, wenn Ihr Auto kaputt ist, also Ihr deutsches Auto in Anführungsstrichen kaputt ist, müssen Sie oder ein Fehler im Steuergerät, Entschuldigung, Fehler im Steuergerät hat, müssen Sie in die Werkstatt fahren. Wenn Ihr Tesla einen Fehler hat, kann es sein, dass Sie das über Over-the-Air-Update reparieren können. Das heißt, die Fehlerbehebungskosten sind beim Tesla durch Over-the-Air-Update wahrscheinlich geringer, als wenn Sie mit einem normalen anderen Auto für jede Rückrufaktion in die Werkstatt müssen, ne? Können Sie ausrechnen. Oder wenn Sie einen Server unterm Tisch haben, ist das natürlich billiger, den zu reparieren, als wenn Sie 1000 Geräte in die Werkstatt holen müssen, ne? Also auch da können Sie ein bisschen was tun, um die Kosten in den Griff zu kriegen. So, und um das so ein bisschen auszurechnen, gibt es eine Grafik von einem Herrn Juran, die ist aus den 80er Jahren noch. Und Herr Juran hat sich Folgendes überlegt. Ich bin nicht sicher, ob er das gemessen hat. Das Buch habe ich unterm Schreibtisch, aber noch nie reingeschaut. Das hat der Herr Kirmeier mal besorgt. Mit dem machen wir gerade ein Projekt bei Eikovo. Und zwar kann ich sagen, also die Frage ist ja, wie viel Geld und Zeit investiere ich in das Thema Qualität. Und wenn ich jetzt sage, ich erhöhe meine Fehlervermeidungs- und Prüfkosten, wenn ich das erhöhe, sinken wahrscheinlich die Fehlerkosten, sehen Sie hier. Also das heißt, die Fehlerkosten hängen an den Prüfkosten. Den Teil entscheide ich bewusst. Und je mehr ich teste, desto weniger Fehler wird es geben und desto geringer werden die Fehlerkosten sein. Naja, aber wenn ich jetzt sehr viel teste, kostet das auch viel Geld. Und irgendwann muss ich ja mal die Summe von den Fehlerkosten und den Prüfkosten summieren. Und Juran behauptet, vielleicht hat das gemessen, dass das im Grunde so eine Schalenkurve ergibt. Also wenn ich gar nicht teste, habe ich hohe Kosten wegen der Fehler. Wenn ich zu viel teste, habe ich hohe Kosten wegen der Qualitätssicherung. Und irgendwo in der Mitte ist der Bereich der optimalen Kosten. Und genau das müssen Sie jetzt im Team halt rauskriegen, wo ist genau dieser Punkt. Und wie gesagt, das hängt natürlich arg davon ab, wie hoch Ihre Fehlerkosten sind, sprich, welche Produktrisiken eigentlich Sie in Ihrem Produkt drin haben.
Je höher der Schaden ist, den die Produkt verursachen kann, desto höher die Fehlerkosten, desto mehr Geld und Zeit müssen Sie in die Prüfkosten Prüfung investieren. Ne? Also ganz einfache Grafik. Wie gesagt, was nochmal belegt, je kritischer Ihr System, desto mehr Qualitätssicherung. So, deswegen machen wir ein risikoorientiertes Vorgehen. Das ist Risiko nochmal, im letzten Video habe ich das so ein bisschen falsch dargestellt. Ein Risiko ist ein mögliches Ereignis. Ne? Also Risiko ist noch nicht eingetreten. Ein eingetretenes Risiko wäre ein Problem. Also ein mögliches Ereignis, was negative Auswirkungen hat. Wenn es positive Auswirkungen hätte, wäre es ja eine Chance. Also Risiko heißt negative Auswirkungen und es gibt eine gewisse Wahrscheinlichkeit, in der das eintritt. Also kann ich jetzt sozusagen das Risiko bewerten, indem ich einfach sozusagen den Erwartungswert ausrechne. Ich nehme, wie wahrscheinlich ist es, dass es eintritt, mal der Höhe des Schadens, die es dann verursacht. Und jetzt kann man sich natürlich leicht überlegen, um welche Sachen, Möglichkeiten muss ich mich kümmern? Natürlich um die Sachen, die wo hier der Erwartungswert besonders hoch ist. Ne? Also bei Sachen, die einen extrem hohen Schaden verursachen können oder die sehr wahrscheinlich sind. Und natürlich kümmere ich mich dann zuerst um das, wo das Produkt hier am höchsten ist. Ne? Und ich kann jetzt alles damit reinpreisen. Das heißt, ich kann jetzt sagen, wenn ein Meteorit in unsere Firma einschlägt, dann wäre der Schaden wahrscheinlich extrem hoch. Die Wahrscheinlichkeit, dass der einschlägt, ist aber so gering, dass das Produkt aus beiden doch nicht so die Riesenrolle spielt. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir einen Fehler eingebaut haben, ist recht hoch. Der Schaden ist moderat, aber das Produkt ist vielleicht höher als das von meinem Meteoriteneinschlag. Also muss ich mich um die eingebauten Fehler eher kümmern als um Meteoriteneinschläge. So, Auslöser für solche Ereignisse, die eintreten können, ist menschliches Handeln. Das ist sozusagen unvorhersehbar, das kann ich nicht einplanen. Also es gibt, jeder macht mal Fehler, also Sie kriegen keinen Programmierer, der alles korrekt programmiert, auch weil er gar nicht weiß, was das korrekte Verhalten des Systems ist, hatten wir ja schon, weil der Funktionsumfang ja gar nicht vollständig im Verhalten beschrieben ist. Oder das Fachkonzept ist Blödsinn. Also was nützt Ihnen eine formale Verifikation, wenn das Modell, was Sie formal verifizieren, blödsinnig ist oder Fehler enthält? Auch das kann ja sein. Oder Sie haben einen Fehler in der Planung gemacht. Oder Menschen machen was verkehrt, also irgendein angefressener Mitarbeiter macht da Sabotage oder sowas oder gibt irgendwelche Daten raus an Dritte und Vierte im Darknet. Wissen Sie alles nicht. Und es gibt Sachen, die Sie sozusagen technisch, also technische Ursachen, die es haben kann. Nicht? Also eine Platte kann kaputt gehen. Sie haben eine gewisse Laufzeit von den SSDs. Wie gesagt, das ist ja also von der Technik her, die halten nicht, ich glaube, 100.000 Schreibzugriffe, dann ist die Zelle im Eimer. Der Router kann ihn durchbrennen, ein Kabel kann brechen, also da kann ja irgendjemand ihn draußen das Kabel aufbuddeln und kaputt machen oder jemand, ihr Rechenzentrum brennt ihn. Statistisch gesehen brennt jedes Rechenzentrum alle 17, Quietschjahre mal ab, hat zumindest mal der IT-Chef vom Münchner Flughafen behauptet. Das heißt also, auch das können Sie sozusagen ausrechnen, wie wahrscheinlich das ist. Und dann heißt es natürlich Wahrscheinlichkeit, Rechenzentrum fackelt ab, mal Schadenhöhe, alles ist weg. Und da kann man sich überlegen, ob es sich lohnt, ein zweites Rechenzentrum parallel zu betreiben oder eben nicht. So, und wie gesagt, man kann jetzt unterscheiden zwischen Projekt- und Produktrisiken. Projektrisiken hatten wir schon, ne? Also Ihr Team verkracht sich für ein Projektrisiko. Produktrisiko ist, Ihre Software bringt jemanden um. Ne? Also Ihr Produkt verursacht Schaden. In Ihrem Projekt geht was schief. Deswegen gibt es diese zwei risikoverschiedenen Typen. Beispiele für Schäden, Entschuldigung für diese Martialität, aber es kann ja sein. Also Schaden kann sein, zum Beispiel Verlust von Menschenleben. Dazu vielleicht mal ganz kurz eine Folie. Wie gesagt, wenn Sie ein Menschenleben verursachen, vielleicht ganz kurz vorweg zum Thema Menschenleben. Hier, bevor Sie in irgendeine Diskussion reinkommen, ob ihr autonomes Auto eine Oma oder einen Säugling überfahren darf und wie man das ausrechnet. Das Grundgesetz der Bundesrepublik ist dazu eindeutig. Hier steht, und das ist Paragraph 1 des Grundgesetzes, hier steht drin, die Würde des Menschen ist unantastbar, sie zu achten und zu schützen ist die Verpflichtung aller staatlichen Gewalt. Das heißt auf Deutsch, der Wert eines Menschenlebens ist per Definition unendlich. Sie können keinen Eurobetrag angeben. Und unendlich plus unendlich ist immer noch unendlich, unendlich minus unendlich ist unendlich und unendlich 1 kann nicht größer oder kleiner sein als unendlich 2. Das heißt, wenn Sie das Grundgesetz ernst nehmen, ist jedes Menschenleben, egal von wem, gleich viel wert. Das müssen wir mal unterstellen. Ich komme gleich nochmal auf das Beispiel zurück. Nämlich mal dem zweiten Beispiel, deswegen kurz dieser einführende Satz. So eine Rechnung hat nämlich mal jemand aufgemacht. Hier mal das Beispiel von Ford Pinto. Die Firma Ford hat es geschafft, Ford Pinto war so ein Auto, das in den 70er Jahren mal populär war.
Und die hatten irgend so ein Teil am Tankdeckel, das bei ungünstigen Situationen, wenn sie da mit dem Auto einen Auffahrunfall hatten, ist ihnen, wenn sie Pech hatten, der Tank explodiert. Ne? Also da gab es wirklich Tote wegen Verbrennungen und die Autos waren abgefackelt. Und die Herrschaften bei Ford haben dann Folgendes getan. Die haben folgende Rechnung aufgemacht. Hi, ja, wir müssen damit rechnen, dass wir ungefähr 180 Tote haben und 180 schwere Brandverletzungen und ungefähr 2100 abgefackelte Autos. Und da kann man ausrechnen, die hatten jetzt einen Toten mit $200.000 eingerechnet wegen Versicherungsprämie und so weiter. Wie gesagt, laut Grundgesetz müssen sie hier den Wert unendlich eintragen. Brandverletzungen irgendwie mit Klagen und so weiter. Und das Auto ist erstaunlich billig. Na gut, 70er Jahre, $700, das geht ja fast noch. Kann man ausrechnen. Ja, also wenn wir es jetzt so lassen, kostet uns das $49 Millionen. Wenn wir jetzt den Fehler reparieren, also wenn wir qualitätssichernden, qualitätsverbessernde Maßnahmen machen, dann können wir ausrechnen, pro Auto $11 Reparaturkosten. Mal 11 Millionen Autos, dann haben sie noch irgendwie Light Trucks und dann haben sie ausgerechnet, naja, ein Fehler jetzt zu reparieren, kostet uns so und so viel, das ist teurer, deswegen lassen wir einen Fehler drin. Nicht? Und dann verweise ich sie nochmal hier auf das Grundgesetz. Natürlich muss man, wenn man Prioritäten setzen muss, da reden, aber das heißt, wenn sie irgendwas machen, wo jemand in Gefahr geraten kann, ist sozusagen die Schadenhöhe praktisch unendlich groß, weil ein Menschenleben unendlich viel wert ist. Ne? Also das heißt, da haben sie immer gleich den Staatsanwalt am Hals, wenn was passiert. Und sie haben mit sehr hohen Geldstrafen, diese klassische, also 2 Jahre auf Bewährung ist so eine Standardstrafe, glaube ich, oder tatsächlich auch Haftstrafen zur Folge. Und wie gesagt, wenn sie grob fahrlässig handeln, muss man sagen, wahrscheinlich auch zu Recht. Das ist eine klassische verkehrsübliche Sorgfaltspflicht. Können Sie vielleicht mal in der Vorlesung IT-Recht fragen, was das genau juristisch bedeutet. So, was kann noch passieren? Schwere Umweltschäden können passieren. Also Sie drehen versehentlich das falsche Ventil auf und irgendwelche Dünnsäure läuft aus oder Klärabfälle laufen rum oder irgendwelche Gase werden freigesetzt. Also wenn Sie so eine Chemiefabrik automatisieren, können Sie sich vorstellen, was da passieren kann. Oder Image-Schäden, das ist der Klassiker, davor haben eigentlich alle großen Firmen Angst. Das heißt, die Marke ist defekt. So eine Marke müssen Sie ja mit viel Geld so auf Social Media und mit Werbeplakaten und mit Image-Gedönse aufbauen. Und wenn das beschädigt wird, haben Sie natürlich ein Problem. Beispiel für Image-Schäden wäre, Sie sind Spielehersteller und jemand hackt Ihre Konsole auf und alle User-Daten sind öffentlich. Ne? Das ist ein schwerer Image-Schaden. Oder Ihre Versicherung gerät in den Eindruck, dass sie nicht sauber mit den Daten umgeht oder dass sie mit irgendwelchen zwielichtigen Organisationen verhandelt oder sowas. Also all das wären Image-Schäden und die sind normalerweise auch recht teuer. Also vor allem entstehen die auch, wenn Sie Sicherheitslöcher in Ihrer Software drin haben können. Was kann noch passieren? Strafen. Beispielsweise, Sie haben gegen das Datenschutzgesetz, also die DSGVO verstoßen, sind 2% Ihres Jahresumsatzes, nee, 4%, also wenn Sie schwere Verstöße, 4% Ihres Jahresumsatzes kann Sie das kosten. Und auch dafür können Sie zum Teil von den Aufsichtsbehörden bei bestimmten Verstößen, auch das ist sogar Straftatbestand, sprich, Sie haben so ein, also vielleicht wirklich ein Problem im Staatsanwalt. Oder sie haben das Problem, dass sie vielleicht Gesetze nicht rechtzeitig umsetzen. Oder Partner haben, sie haben Vertragsstrafen. Zum Beispiel, wenn sie nicht rechtzeitig liefern, könnten sie eine Vertragsstrafe erfüllen. Oder ihre Software liefert die SLAs nicht, hält die Service Level Agreements nicht ein. Kann es sein, dass sie da Vertragsstrafen zahlen müssen deswegen. Sie haben Umsatzausfall, auch das ist ein klassischer Schaden. Das heißt, das Team geht nicht, also kann keiner arbeiten, also können sie kein Geschäft machen. Und das können sie ausrechnen. Zahl der Sachbearbeiter hatte ich ja gerade schon. Mal Stundensatz oder mal Umsatz in der Zeit, mal Dauer. Also sehr, sehr leicht umrechenbar, können Sie leicht über den Daumen peilen. Und die Umsatzausfälle passieren ja auch nicht nur, wenn das System abstürzt, sondern kann auch sein, wenn Fehler drin ist oder wenn die Funktion nicht super funktioniert oder die Nutzer zu doof sind, das zu verwenden. Auch dafür, dann haben Sie Umsatzausfälle. Also wenn Ihre Verkäufer die Verkaufssoftware nicht bedienen können, machen Sie natürlich auch deswegen keinen Umsatz. Das heißt, dann haben Sie Usability-Probleme vielleicht. Wir können Vermögensverschäden verursachen, System rechnet falsch, das Batches werden nicht fertig, die Systeme machen Daten kaputt und man muss sozusagen die Tagesdaten mal neu erfassen oder was ich Briefe nochmal neu verschicken. Also all das sind so Standardfehler, die passieren können und einen Vermögensschaden verursachen.
Reparaturkosten hatten wir schon jetzt mehrfach. Und wie sagt man, es gibt von der IEEE eine Norm. Ich hoffe, dass sie noch aktuell ist. Das ist die 2008er Variante von der IEEE 829. Einige von diesen IEEE-Sachen haben die inzwischen als ISO-Norm umgesetzt. Deswegen kann es sein, dass das die Folie zu alt ist. Aber die IEEE-Leute haben sozusagen so eine Kategorisierung von Schäden, katastrophale Schäden, also schwere Folgen, Menschenleben sind, wir verlieren Menschenleben, wir haben schwerwiegende Umweltschäden, eine Firma ist insolvent und man kann sozusagen auch die Folgen nicht mehr abschwächen. Also wie gesagt, wenn die Umwelt mal kaputt ist, können sie schwer was dagegen tun. Kritische Schäden wären dann was mit ernsthaften Folgen, also wesentlicher Wertverlust, Umweltschäden, die man aber reparieren kann und ich kann teilweise oder vollständig die Folgen abschwächen. Und alles andere ist dann geringfügig oder vernachlässigbar. Das heißt, ich kann die Folgen komplett abschwächen. Oder ich, das ist sowieso wurscht, weil das gar nicht so ein schlimmer Schaden ist. Also da können Sie sozusagen so ein bisschen einkategorisieren, wie schlimm Ihre Schäden sind. Jetzt haben wir den einen Block besprochen, die Schadenhöhe und die möglichen Schäden. Jetzt machen wir noch ganz kurz eine Folie zum Thema Fehlerwahrscheinlichkeit. Das heißt, wenn Sie jetzt überlegen, wo könnte jetzt ein Problem auftreten, zum Beispiel, wenn Sie überlegen müssen, was wollen Sie testen, gibt es so gewisse Stellen, wo einfach Fehler wahrscheinlicher sind als woanders und das versetzt Sie in die Lage, gewisse Maßnahmen einfach zu priorisieren. Hier nur mal als ein Beispiel, wo Sie zum Beispiel, also wie Sie Ihre Tests priorisieren können und sozusagen, oder wo das sozusagen das Risiko besonders hoch ist, weil die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist. Also, natürlich ist es so, wenn die Software seit Jahren läuft, können Sie davon ausgehen, es sind sicher Fehler drin, aber die Software ist weitestgehend für den Einsatz geeignet offensichtlich, sonst hätten Sie ja schon lange Beschwerden gehabt. Wenn Sie jetzt was ändern, ist natürlich da wahrscheinlich die Wahrscheinlichkeit, dass Sie dann Fehler gemacht haben, besonders groß. Das heißt, wenn Sie große strukturelle Änderungen der Datenbasis gemacht haben, das Datenbankschema verändert haben, die Datenbasis als solche sich verändert hat oder sie einfach ganz neue Software geschrieben haben. Also nach starken Refactorings, da können sie nicht alles über Unit-Tests abdecken, ist wahrscheinlich der Teil besonders gefährdet durch neue Fehler. Wenn Sie Sachen angepasst haben, ne? Also wenn Sie neue Bibliotheken eingeführt haben, also das Bootstrap 1 gegen Bootstrap 2 ausgetauscht haben, React 1 gegen React 2 ausgetauscht haben, Java 8 gegen Java 11 ausgetauscht haben, wenn Sie die Netzwerkinfrastruktur verändert haben, all das sind wahrscheinliche Ursachen für Fehler. Ne? Also weil solange die Software lief, hat das ja keine Probleme verursacht. Wenn Sie da was ändern, müssen Sie da wahrscheinlich testen. Oder wenn Sie Fehler repariert haben, normalerweise kommt durch eine Fehlerreparatur mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit ein neuer Fehler rein. Also diese Quote ist ein gutes Maß für Ihre Prozessqualität. Und häufig ist es so, dass Sie haben so gewisse marode Stellen in Ihrer Software. Diese maroden Stellen haben typischerweise eine sehr hohe Fehlerdichte. Und die Fehler sind ja nicht gleich verteilt über das System, sondern die Wahrscheinlichkeit, dass ein neuer Fehler auftritt, ist in der maroden Stelle viel höher als an Stellen, wo noch nie ein Fehler aufgetreten ist. Also die Fehlerpunkte häufen sich. Häufig sind das ja dann nach Behauptung Fowler und Co. die Stellen, wo sie auch diese Codesmells haben. Also die Idee war ja, dass man diese Codesmells misst und die Behauptung ist dann, bei solchen Codesmells ist die Fehlerdichte höher. Und an den Stellen sollten sie dann eher nach Fehlern suchen, als an Stellen, die schon immer funktioniert haben. So, das mal so als ein Überblick, wie sie auf so eine Wahrscheinlichkeitsidee kommen, also zum Priorisieren ihrer Qualitätssicherungsmaßnahmen. Und wie gesagt, starten Sie bei den wahrscheinlichen teuersten Schäden. Das sind vielleicht gar nicht die Fehler in der Software selbst, sondern eher Security-Probleme, vielleicht Probleme in der Usability. Also wenn Sie ein Produkt machen, das dann keiner verwendet, weil es irgendwie nicht gut bedienbar ist, dann das wäre so ein klassischer hoher Schaden, weil Sie einen Umsatzverlust haben, weil keiner das App verwendet. Also überlegen Sie wirklich, wo haben Sie... Also wo ist dieses Produkt Schadenhöhe mal Wahrscheinlichkeit besonders hoch und bei den Sachen fangen Sie an mit dem Thema Qualitätssicherung. Okay, so viel bis hierher. Weiter geht's dann mit Maßnahmen, die Sie konkret ergreifen können. Dazu kommt noch mal ein letztes Video für heute. Bis dann.